Hallo zur neuen Folge von Lobomerks. Ich bin Christopher und wir sind heute in Brück zum, wie heißt der Tag heute eigentlich? Rundum Hof. Rundum Hof, ja, stimmt. Von Special Parts auf jeden Fall. Ich finde es mega, dass wir hergefahren sind. Vielen, vielen Dank an Special Parts, dass wir die Möglichkeit haben. Wir haben eine übelst geile Ecke bekommen. Da drin ist das Treffen, wir sind quasi hier draußen. Aber wir hatten so die Möglichkeit, so Ollis neueste Ideen aus dem Shop quasi aufzubauen. Wir haben sogar einen eigenen Teppich und Stühle und wir haben halt so ein paar Leute halt mitgebracht, die mit uns so abfeiern und so. Das finde ich halt übelst schick. Das hat mir richtig Spaß gemacht heute bis jetzt. Marlon möchte jetzt heim. Und da habe ich gesagt, bevor Marlon aber heimfährt, da müssen wir aber nochmal zeigen. Okay? Na nur, pass auf, wir haben im letzten Video gezeigt, dass wir den Kotflügel lackiert haben. Und das ist übrigens so ein TH350 Dreiganggetriebe, was richtig viel Spaß bringt. Das war dein Kumpel. Halt deine Fresse, sonst kann es sein, dass du einen reinkriegst. So, auf jeden Fall wollen wir nur ganz kurz zeigen, dass Marlon keinen Farbunterschied im Kotflügel haben. Das war nämlich in dem letzten Video, da habe ich übelst Schiss gehabt, dass wir doch einen Farbunterschied haben. Haben wir aber nicht. Und ja, dann kann Ricardo nochmal unseren Stand zeigen. Und dann können wir vielleicht nochmal drüber zeigen, dass hier echt cooles Zeug steht. Und ich muss sagen, ich finde es ultra, ultra beschissen. Da gibt es so eine andere Klamottenbude aus Berlin oder Umkreis von Berlin. Die dachten, die wären mal angesagt gewesen. Die Zeit ist auf jeden Fall schon ganz lange vorbei. Und die haben irgendwie, glaube ich, ein Problem mit Special Parts oder mit Runder im Hof und haben heute eine Veranstaltung gemacht. Aber ich bin der Meinung, wir tun immer alles so, als hätten wir alle die gleichen Interessen und wollen die Szene unterstützen und bla bla bla. Da mache ich auf jeden Fall nicht am gleichen Tag in der gleichen Region eine Veranstaltung. Das machst du nur, wenn du auf jeden Fall zu Hause in deiner Kindheit oft gehandelt und gemobbt wurdest. Und ich denke, das ist bei dem Kollegen das Problem. Da kriege ich jetzt bestimmt eine Anzeige für, das kann ich mir finanziell leisten und damit kann ich auch leben. Okay. Also, hier haben auf jeden Fall die Asphalt-Raudis als Klamottenlabel aufgebaut. Und das war, glaube ich, die letzten Jahre nicht so. Ich finde es gut, dass es dieses Jahr so ist und ich hoffe, dass die nächsten Jahre so ist. Die Leute fand ich echt mal cool so. Haben halt mal ein bisschen Mist gemacht. Haben wir drüber geredet, alles schick. Aber das ist auf jeden Fall unser Stand und das finde ich richtig gut, dass wir heute hier sind. Hast du Spaß? Ja. Du Spaß? Ihr Spaß? Ja, also vor dir hätte ich also ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Du schon wieder? Ich bin ein freundlicher Mensch. Alles freundliche Menschen hier. Nee, das ist auf jeden Fall meine Intention zu dem Video und du kannst nochmal den Kotflügel zeigen, dass der passt und danach kann Marlon endlich heimfahren. Er ist doch eine Hauptattraktion. Bis dahin.
3, 2, 1. Sind wir da? Ja. Also geil. Wir waren auf jeden Fall in Brück zum Special Parts Treffen. Tief runter am Hof. Nicht tief im Hof, sondern runter am Hof. War schon cool, oder? Ja. War richtig geil. Also für uns, sage ich mal, als hier Lomolwerks, wir machen so ein bisschen Video und ein bisschen Instagram-Zeug und haben mal zufällig nebenbei ein Auto gebaut, was gar nicht so schlecht ist optisch vom Weiten, wenn man aus dem Flugzeug guckt. War doch schon dort eine ganze Menge los. Ich muss sagen, ich glaube Berliner Umland oder so, das muss auf jeden Fall da, ich glaube da sitzen alle unsere Fans, oder? Laut Instagram-Statistiken ja schon irgendwie, gell? Hey, laut Instagram-Statistiken 3,5%, oder? Ich gucke nachher mal rein. Guck nachher nochmal rein und aktualisier's mal und schreib's dazu. Aber Alter, was war da los? Wie viele Menschen kamen zu uns und haben gesagt, oder ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber ich habe nur geredet, nur. Ich habe mir einen kompletten Mund fusselig geredet und alle Menschen waren ultra, so ultra nett. Es war so geil. Das war, Mensch, wir haben so viel coole Scheiß erlebt dieses Jahr. Coole Scheiß. Nee, wirklich, wir haben echt cooles Zeug erlebt. Das war ein richtig cooles Jahr für uns. Aber das war nochmal so ein richtiger Push, finde ich. Olli mit. Olli hat quasi den Shop dort aufgebaut und hat quasi die Sachen, die wir parat haben oder die Olli extra für dort bestellt hat. Alter, das war wie wenn du kurz nach dem Krieg, gell? Wie wenn du kurz nach dem Krieg Hotdogs verkaufst für 20 Cent. So war das gefühlt. Also es war richtig krass. Also es war auf jeden Fall richtig, richtig krass, finde ich. So kam es mir auf jeden Fall vor. Ich muss sagen, vielen, vielen Dank nochmal an Special Parts. Nicht nur so, dass wir irgendwas davon haben, dass wir ständig sagen, Special Parts Radnaben sind der Hammer. Aber es ist ja so, Alter, kurze, dünne Antriebswellen, wo kaufen wir die? Ich kann euch gleich vom nächsten Projekt erzählen, habe ich schon mal angeteasert. Jetzt sind wir voll drin, im Hype quasi. Wir haben es noch nicht da, aber ich kann es nächste Woche abholen. Es wird nächste Woche ausgebuddelt und wir haben schon die ersten Parts im Kopf fertig. Ich erzähle gleich davon, ist der Hammer. So, und dann ist mir eingefallen, Mensch, brauchst unbedingt Radnaben, Special Parts und Antriebswellen Special Parts. Es ist einfach so, weil es einfach funktioniert. Ich habe mich mit einem Bulgarer unterhalten. Schade, dass ich seinen Instagram-Namen nicht habe. Ich bin übelst aufgeregt. Er hat einen 3er Golf zu Hause in der Einfahrt auf V6 umgebaut. Klar, ist jetzt nicht so krass, gell? Aber also ein 3er Golf Cabrio auf V6 umbauen, das haben schon ein paar Leute gemacht, aber nicht in der Einfahrt mit dem Wagenheber. Dann hat er noch ein richtig cooles 1er G60 Cabrio und er hat mal einen E36 umgebaut auf 3 Liter V8 Automatik. Auch richtig geil, das macht keiner. Er hat gesagt, er guckt alle Videos von uns. Also er spricht halt nicht so gut Deutsch und er hat gesagt, er guckt sich manchmal mehrmals an, weil ich so schnell rede. Und damit er es versteht, Alter, den würde ich übelst gern besuchen. Oder? Er baut in der Einfahrt, das ist dieses Tuning, was ich so feiere. Weißt du, wenn jemand mit seinen eigenen Händen und normalem Budget irgendwas Krasses baut, das ist das, was ich komplett feiere. Und er hat gesagt, dass er durch uns auf die Idee gekommen ist, mit Special Parts Teilen zu machen, weil du einfach keinen Adapter und so brauchst. Und es ist wirklich so, es funktioniert ja. So, und weil ich dreimal gesagt habe, Special Parts in den Videos, weil ich es halt wirklich feiere. Und jetzt hatten wir auch noch die Möglichkeit, dort, Alter, wir haben einen richtig geilen Platz gehabt. Wirklich. Also da kann keiner was sagen. Wir waren halt auch mit geilen Autos da. Marlon seine RS-Bombe fertig. Das Ding sieht aus, als hätte er Luft, aber fährt halt auf Gewinde und ist zu 100% safe. E30 feiere ich jetzt nicht mehr so, weil ich den schon tausendmal gesehen habe. Aber manche Leute haben den scheinbar noch nicht gesehen und finden immer noch halbwegs ganz cool. Was hat man noch dabei? Rico sein Audi 20 200er Avant Endgegner. Das ist schon geil. Das Ding hat schon einen massiven Druck. Dann war unser Busfahrer Steve dabei mit dem Audi V8. Das Ding ist auch eine Mast. Einen roten mit dem S3. Vanessa, hallo, ich bin's, Vanessa. Kai mit dem Privato, Kai sein Kumpel mit dem 3er Golf. Und die Moped-Jungs. Die Moped-Jungs, Andi mit dem schnellsten Bus der Welt. Richtig gut, doch, war schon schick. Und die Moped-Jungs, Alter, Chris.
Habe ich direkt mit eingebaut. In unser Chris Gorgas heißt er. Nein, war richtig cool. Danach mit den Jungs noch was essen, war richtig schick. So, was erzähle ich euch jetzt, um das Video noch voll zu machen? Also, ich habe das schon mal in einem Video erzählt, dass wir einen 1er Golf bauen wollen. Ein 1er Golf, also wir machen mittwochs immer Garagenabende. Ich muss euch das so ein bisschen, ich muss mehr ausholen. Bei den mittwochs Garagenabenden ist dabei immer fest Köpfi, Christopher, Kevin und Rico. Und manchmal ist dabei noch Robert, manchmal ist dabei Donald Danzer, manchmal ist dabei René, manchmal kommt Ricardo, manchmal kommt Bübchen. Bübchen hat aber bis jetzt immer mittwochs eigentlich seinen Kleinen gehabt, aber jetzt hat er den montags. Also kann es sein, dass mittwochs Bübchen noch mit dazukommt. Und wir haben mittwochs über einen Winter eigentlich den Audi umgebaut. Das war jetzt nicht so wie bei Turbo Garage Delisch, dass das Ding in 2 Monaten fertig war. Aber ich sag mal, das Ding wird jetzt noch poliert von Köpfi fertig und danach Eintragung und dann bauen wir noch ein paar Felgen. Kann ich euch auch zeigen. Die Felgen, die sind nämlich auf einer Seite drauf. Wir brauchen nur breite Betten dafür und dann ist das Ding eigentlich soweit schick. Aber was haben wir jetzt mittwochs zu tun? Und da haben wir überlegt, was könnten wir bauen? So, da sind mir viele coole Ideen. Also ich habe ganz wilde Ideen. Ohne Scheiß. Da ich halt auch eigentlich auf Autos stehe, die nicht jeder hat und die du mit einem normalen Geld bauen kannst. Da gibt es einen Mehari zum Beispiel. Das fände ich übelst geil. Mit Luft und Dreitalern würde ich mir einfallen. Ach, es gibt halt so ein paar Autos. Und dann ist uns eingefallen, weil wir ja den 1er Golf, also einen 1er Golf angeboten bekommen haben, lass uns doch einen 1er Golf bauen mit so einem Berg-Breitbau-Kit, Berg-Cup-Body-Kit, weil ich das einfach feiere. So, und wir bauen es aber nicht wie alle mit einem 16V mit offenen Trichtern oder einem 1.8T, sondern mit einem AFN-Diesel. AFN-Diesel, GT1749 Lader, paar Düsen, bisschen Ladeluftkühler. Das könnte schon funktionieren. Das hat dann so 160, 170 PS. Das fährt echt cool. So. Also brauchen wir da jetzt den 1er Golf, haben wir quasi gekauft. Da ist ein AFN drin schon. Der steckt da drin. Und da ist schon eine S2-Bremse. Also da ist eine G60-Bremse drauf mit S2-Sälen. Das ist eigentlich schon mal ganz cool. Theoretisch müsste da jetzt noch eine größere Bremse drauf. Aber warum? Eigentlich könnte man das so lassen und man baut das Ganze mit 16er breiten 16er RS und dann dieser Bodykit Bergrenn-Dings, dann schmale Stoßstangen, die schmalen Stoßstangen aber mit aus Carbon oder mit Carbon laminiert, das weiß ich noch nicht. Dann möchte ich gern ein kleines Heckblech, also mit kleinen Rückleuchten, muss nicht Schwalbenschwanz sein, sondern reicht, wenn es halt normal mit kleinen Rückleuchten ist. Das würde ich feiern, aber es muss halt schmale Stoßstangen haben. Vorne dann diesen Spoiler drunter. Ja, sowas stelle ich mir halt vor. Und dann hätte ich da auch, eigentlich muss da der Innenraum auch ein bisschen was passieren. Da muss ein Käfig rein auf jeden Fall. Und da müssten eigentlich 2 Vollschalen rein. Aber ich finde, der 1er Golf hat so einen kleinen Innenraum. Und wenn da so Vollschalen drin sind, dann sieht das von vorne so ganz komisch aus. Also sehe ich eigentlich ein paar 944 Sitze vielleicht, elektrische. Das würde ich vielleicht cool finden. Aber das steht alles noch in den Sternen und dann muss das Ding halt richtig geil lackiert sein. Und das kriegen wir ja halt auch irgendwie hin. Also das, da bin ich gerade Feuer und Flamme. Da brauchen wir am besten noch einen starken Partner, eine starke Firma, die uns sagt, pass auf, wir helfen euch bei dem Umbau, vielleicht finanziell oder mit Teilen oder wir übernehmen ein paar Teile. Und dafür kommt unsere Werbung drauf, weil ich will das Ding halt in einem so Themenlackierung machen. Weißt du, das ist halt klar, also am allercoolsten, da gibt es halt richtig coole Bilder, wie so ein Ding aussieht, aber das gibt es ja schon. Weißt du, und das nachmachen wäre schlecht, aber wir haben ja selber Ideen. Und das müssen wir halt gucken, vielleicht gibt es einen starken Partner, der sagt, ey, pass auf, wir könnten uns das so und so vorstellen. Ich würde es halt schon gern machen, dass wir einfach nicht. Und wenn das Ding dann fertig ist und eingetragen ist und abgenommen ist, vielleicht können wir es dann versteigern oder ich weiß es ja nicht. Das wäre schon eine coole Sache.
Dieses Jahr versteigern wir auf jeden Fall wieder, oder? Machen wieder eine coole Versteigerung zum Winter, wieder fürs Kinderheim. Klar. Ja, jetzt steht quasi noch an dieses Jahr ein Treffen, Team Eddy, das würde ich gerne noch mitmachen. Und nächste Woche steht an unser Sommerfest, das ist aber eigentlich schon im Herbst. Aber das machen wir jetzt halt im Sommer, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Du bist aber nicht dabei. Das war eigentlich gestern. Ja? Das Video kommt Sonntag und die Feier ist gestern. Ach so. Ach. Na, hoffentlich haben wir überlebt. Ja, gut, tut mir leid. Ich quatsch mich wieder um Dings und Kraken. Ich wollte halt nur quasi so ein Update geben. Wir zeigen jetzt nochmal Göpfi sein Auto, was wir da für Felgen quasi gefunden haben mittlerweile. Und dann sind wir fertig mit dem Video, oder? Und die Leute, die quasi weiterhin Bock haben, uns zu verfolgen, die sehen halt die nächsten Updates im nächsten Video. Vielleicht haben wir da den Einser schon geholt. Der Touareg, den kann ich gerade nicht vor den Trailer machen, weil nachdem wir von Brück heimgefahren sind, hat der sich überlegt, dass er jetzt hoffentlich nicht, aber vermutlich durch den Kurbelwellenzimmerring alles mögliche an Öl durchdrückt. Ist nicht so cool. Dann müsste dieser kleine V8 wieder raus. Und dann muss den jemand auseinandernehmen. Und das Teil kostet vielleicht 3 Euro. Aber alles andere. Wir zeigen jetzt noch Köpfe sein Auto und danach ist Schluss. Danke fürs Einschalten. Also wir sind jetzt an Göpfi seinem Audi Coupé, was wir halt auf 1.8T umgebaut haben, bla bla bla. Kann ich euch zeigen. Das Auto ist eigentlich soweit fertig, springt an, läuft alles schicki. Göpfi hat momentan nicht so viel Zeit, deswegen ist er quasi noch nicht fertig poliert und noch nicht fertig gewaschen. So sieht es aus mit dem Motor, der komplett auf 1.8T umgebaut. Hier ist alles schicki, alles neu. Aber wie gesagt, der ist halt voller Politurreste, weil Göpfi das Auto poliert. Und wie gesagt, wir brauchen ja wieder einen, der Autos poliert. Und Göpfi und Marlon, die tasten sich da gerade ran. Auf jeden Fall haben wir ja für den RS2 einen Satz dreiteilige 18 Zoll Felgen gesucht. Die musst du aber kaufen in 5x130. Und wie ich schon mal gesagt habe, sind 5x130 Felgen, also Porsche Felgen, in dreiteilig 18 Zoll immer 11x18 oder 10,5x18. Die hätten wir aber nicht drunter bekommen. Und da hat mir mein Freund Matti hat mir einen Link geschickt und hat gesagt, Christopher, hier ist ein Satz RNHPD. RNHPD sind 18 Zoll, aber dreiteilig RNH, nicht zweiteilig, also nicht Stern und Innenbett 1 und das Außenbett aufgeschraubt, sondern richtig dreiteilige Felgen und recht selten. Und die sind aber nur 7,5x18 rundherum. Was aber bei dem Auto echt gut passt und es wirkt jetzt auch diese S2-Bremse nicht mehr ganz so klein. Wir brauchen nur für den Satz Felgen noch ein paar breitere Betten. Hinten auf jeden Fall noch 1 Zoll breiter, vorne ein halbes Zoll breiter. Und dann würde ich das Ding noch mal ein Stück runterholen. Und dann finde ich das mit einem recht günstigen Satz Felgen echt cool. Ja, auf jeden Fall hat mir das Matti geschickt und hat gesagt, Mensch, guck dir die mal an, die sind ja zwar nicht 530, aber vielleicht kannst du davon irgendwas brauchen. Ich habe sie halt eigentlich, aber ich dachte halt, ich habe ja im Hinterkopf gehabt, dass wir Rico sein Auto stehen haben und das eigentlich auch ein paar Dreiteiler braucht. Und jetzt haben wir endlich welche. Und 18 Zoll braucht das Auto, meiner Meinung nach einfach nur. Ich finde das schon ganz gut. Wie gesagt, das Ding muss noch ein Stück runter. Die müssen einmal aufgearbeitet werden, sollte aber klar sein, ist aber für uns kein Problem. Wenn jemand schon länger zuschaut, dann hat er gesehen, dass wir schon 1-2 Sätze aufgearbeitet haben und das ist überhaupt kein Problem. Und das sieht danach immer cool aus und ist eintragbar. Was sind denn hier für Viecher unterwegs? Weiß ich nicht, ist eklig. Ja, ich mache jetzt mal das Assi-Feuer an und ihr zwei macht Feierabend. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Filmen, Ricardo. Und du kaufst jetzt eine Drohne oder was? Ja. Bist du dann ein richtig krasser Drohnenflieger? Weiß ich nicht, selber. Vielleicht habt ihr in den letzten Videos schon ein bisschen verfolgt, dass Ricardo Bock auf Drohne hat. Und unser Olli hat gesagt, Mensch, Christopher, hier hast du Geld. Kauf doch mal dem Ricardo eine Drohne. Ich find's geil. Ich freue mich. Dankeschön.